geht's auch noch in den Keller. Wow. Sieht das nicht geil aus? Hier haben wir einfach eine Telefonzelle. Und schaut euch mal diese riesige Disco-Kugel an. Hier haben wir schöne alte Whisky-Gläser. Also hier stand dann wahrscheinlich mal der DJ rum. Die Bar von oben. So, das wird aber jetzt eine richtig scheiße Nummer. Leute, wenn ich hier runterfalle, ne? Ist Polen und Schweden offen. Freunde der gepflegten Lost Historie, herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier irgendwo in Belgien und schauen uns heute ein verlassenes Bistro an. Seid gespannt. So sieht das Gebäude von außen aus. Gucken wir jetzt mal, ob wir hier einen Zugang finden werden. So, ich werde jetzt einmal ums Gebäude quasi rumgehen. Aber die Scheiben sind schon alle sehr gut verbarrikadiert worden, sage ich jetzt mal. Da oben ist auch schon das Dach runtergekommen. Da könnte man theoretisch übers Dach hineingehen. Hier sieht man auch so einen kleinen Trampelpfad. Das heißt, hier sind schon einige Leute langgelaufen. Und das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wow. Mal so einen kleinen Nebenraum. Boah, hier scheint es auch mal gebrannt zu haben. Hier steht noch eine Leiter rum. So, hier können wir jetzt hochgehen. War vielleicht mal ein Wohnhaus zu dem Bistro hier. Beziehungsweise zu dem Club oder Disco. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Hier geht es auch noch in den Keller. Wow. Hier waren wahrscheinlich früher überall mal Sitzgelegenheiten. Das sieht hier irgendwie nach einem... Ja, hier ist eine Abzugshaube. Aber kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass hier mal eine Feuerstelle war. Obwohl hier unten mal hätte man Holz hinlegen können oder so. Hier haben wir noch ein sehr altes Bild. Eine kleine Klappe in der Wand. Okay. Boah, schaut euch das mal an, Leute. Wow. Sieht das nicht geil aus? Hier haben wir einfach eine Telefonzelle, wie man sie aus England kennt. Wie geil ist das denn? Mitten in dem Barbereich hier. Ja, hier liegen ein paar Scherben rum. Hier haben wir dann eine Wendeltreppe, genauso wie hier. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass hier oben dann auch getanzt worden ist. Hier ist leider der komplette Boden weg. Da vorne haben wir noch eine Tür. Hier haben wir so Stehgelegenheiten, Sitzgelegenheiten an der Bar. Hier sieht man noch eine richtig alte Box. Hier dann die zweite Wendeltreppe. Hier konnte man dann wahrscheinlich auch tanzen. Da sehen wir noch überall Beleuchtung hier. Da oben auch Disco-Beleuchtung. Und schaut euch mal diese riesige Disco-Kugel an. Wahnsinn. Hier auch eine uralte Lampe. Stehen überall diese Glaskugeln auf der Theke, überall verstreut. Vielleicht war ein Amatelicht da drunter. Da ist ja unten eine Öffnung. Könnte irgendwie passen. Mega interessant, Leute. Ich weiß auch gar nicht, seit wann das hier verlassen ist. Ich habe jetzt bisher noch kein Datum gefunden, kein Kalender oder sonst was. Das ist ja auch immer spannend herauszufinden, wann diese Location immer verlassen worden sind. Ein altes Elektrogerät. Wahrscheinlich stand hier mal so eine Kaffeekanne drunter oder sowas.
Hier haben wir schöne alte Whiskygläser. Hier ist der Feuerwehrschlauch. Haben wir hier einen Stromkasten. Wow, hier sind noch Pflanzen. Oh, schaut mal, wie staubig das hier ist. Das hier spiegelt sich ein bisschen, das ist ein kleiner Spiegel. Ja, hier standen dann wahrscheinlich auch überall Hocker. Konnte man quasi auf der Seite hier sitzen von der Bar. Hier rundherum und natürlich auch auf der anderen Seite. Das hier wird wahrscheinlich mal die DJ-Ecke gewesen sein. Hier haben wir nämlich noch die ganze Elektronik und so. Also hier stand dann wahrscheinlich mal der DJ rum. Getränke, Kühlschränke, war dann das ganze Red Bull gelagert, Cola gelagert, etc. Hier oben standen dann die ganzen Whiskyflaschen, Alkoholflaschen. Also das sieht schon wirklich echt geil aus, Leute, muss ich schon ehrlich sagen. Hier ist kein Vandalismus groß, kein Graffiti. Hier hat keiner irgendwas beschmiert. Und das sieht wirklich richtig urig aus hier, Leute. Wirklich mega geil. Ja, hier kann man dann die Raumtemperatur wahrscheinlich verändern. Gläser drin oder auch Schnaps. Hier fehlen die Regalböden. Aber das sieht schon richtig geil aus. Hier dann auch wieder Kühlschränke. Die haben dann wahrscheinlich hier in mehreren Etappen gearbeitet. Hier haben welche gearbeitet. Da vorne haben welche gearbeitet. Konnte man die Bierflaschen aufmachen. Dann sind die Kronkorken hier alle reingefallen. Hier ist sogar noch einer drin. Was ist hier beim DJ-Pult? Spritzschutz, damit die Leute ihr Glas nicht umkippen können, dass das da reinläuft. In die Elektronik, ja. Ja. Alte Champagnerflaschen. Das hier ist der Haupteingangsbereich. Hier unten haben wir auch so ein kleines Schloss. So eine kleine Verriegelung, sage ich jetzt mal. Hier haben wir ein kleines Fenster, was dann hier nochmal in den Hauptflur, in den Mainfloor reingeht. Aufpassen, hier sind die Stufen schon komplett runter. Sieht man noch die komplette Beleuchtung. Diese riesige Disco-Kugel. Die Bar von oben. Versuchen wir hier mal auf den Balken lang zu gehen, dass wir nach da kommen und eventuell hier in die Türe rein. So, das wird aber jetzt eine richtig scheiße Nummer. Leute, wenn ich hier runterfalle, ne? Ist Polen und Schweden offen. Boah. Nicht, dass ich hier noch einstürze. Das sieht so geil aus. For cleaning the toilet, you have to pay. Ja, hier sind wir im Herrenklo. Spiegel komplett versaut. Boah, hier haben wir noch eine coole alte Kommode. Ja, das ist das Damenklo. Ist jetzt theoretisch hoch. Und dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass wenn wir hier jetzt hochgehen, dass da wahrscheinlich so ein kleines Wohnhaus ist, dass eventuell hier die Betreiber von dem Bistro oder Disco, wir wissen es ja noch nicht so ganz, es ist irgendwie so eine Mischung aus Café, Disco und Bistro, dass die vielleicht hier gewohnt haben. Also eine kleine Türe direkt an der Treppe. Dann geht's hier weiter. Wow, richtig schöne Türen. Mit alten, richtig alten, urigen Türklinken. Hier haben wir dann nochmal ein Klo. Ersatzteile, Elektronik, Glühbirnen etc. Ersatzlampen für unten. Boah, richtig geil. Schaut euch diese alte Küche mal an. Mit diesen alten Herdplatten hier, diese steinalten Tassen und auch diese Farbe hier. Die sieht man ja heutzutage gar nicht mehr. Weiter geht's. Ja, ist leider schon komplett leergeräumt hier. Aber hier haben wir auch noch eine richtig alte, verstaubte Lampe gefunden. Boah, richtig geil. Sind wir jetzt ja, am Badezimmer angekommen, auch ziemlich alt. Hier sieht man auch die alten Fenster.
hier konnte man dann Essen rausgeben, von hier nach hier. Diese alten Balken, mega geil. Alten Kamin. Ja, das kann man halt immer rausziehen. Wenn jetzt hier Holz drauf ist und das ganze Holz verbrennt, ist dann die Asche oder die Glut immer hier unten. Und dann könnte man das hier so entsprechend entsorgen. Irgendwie hat hier jedes, oder die drei Zimmer hier, die haben alle noch ein Waschbecken und so auf dem Zimmer. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass hier irgendwie jedes Zimmer ein Waschbecken hatte. Vielleicht war hier auch über dem Bistro ein Hotel. Das kann natürlich auch sein, dass dann die Gäste auch hier schlafen konnten. Schaut euch diese alte Tapete mal an. Richtig geil. Das ist die Türe, wo ich eben stand. Hier auf der anderen Seite wird die Tanzfläche sein von dem Barbereich. Wäre natürlich jetzt auch der Hammer, wenn hier was funktionieren würde. Klar. Boah, hier ist es extrem warm drin. Wohl extrem aufpassen wegen dem Boden, ne? Nicht etwa hier einstürzen. Aber hier ist eine Hitze drin, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hier runterkrache, ne? Sag ich Prostmahlzeit. Ohne Scheiß. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Macht's gut. Haut rein.